Mitternacht. Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Höre mein Rufen und erhebe dich, Dea. Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Was denn? Also ich mache hier Let's Plays und ja, da redet man schon mal ganz schön scheiße. Oder hier wie bei The Witcher gerade überhaupt nicht viel. Das ist ein fließender Übergang. Ja, die sehen das auch, oder? Lass mich leben. Ich will auch so hin cruisen. Das ist voll cool. Ist schön flink unterwegs. Vor allem war meine Schockwelle hinter mir. Die wirken allerdings vor mir. Das fand ich gut. Ich glaube nicht, dass sie noch da sind. Hier? Also Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Ein Hufeisen? Kein Pech, Sieder könnte sich ein Pferd leisten. Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Sie will mir noch was zeigen. Okay, das sind Riesenameisen. Und es ist einer, als ein Embryo überhebt. Na los, der. Ich folge dir. Auf Schritt und Tod. Da haben sich ein paar Mikrophagen einen schönen Tag gemacht. Das sollte ich mir mal ansehen. Übrigens ist nichts mehr auf der Taste. Den Pferdekadaver untersuchen. Das ist das, was wir gleich machen, sofort. Wir können hier ja nichts einer. Huh.
kriegt dafür eigentlich Punkte? Alter Schwede. Was haben wir denn da? Kopf, fangen wir an. Der Kopf, einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Okay. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Riesige Klauen. Das war kein Nekrophage. BS? Ein Unhold vielleicht? Der Sattel ist angebissen. Nekrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Hm. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Das wäre echt scheiße jetzt. Überleg dir mal, die werden da beendet. Das wäre echt kacke. Der will Ärger, ne? Oder? Du willst Ärger. Ey! Kackhund! Hässlicher Bastard! Das ist ein Wolf! In welchem Moment laufen wir denn? Wirklich? Okay. Was ist das für ein komisches Leuchten da hin? Fischerhütte. Er möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Sie. Wer ist das? Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. Ich will der Frau helfen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Der Junge hat nichts gesehen, Herr. Er ist noch ein Kind. War nur ein Traum. Dann soll er mir seinen Traum erzählen. Also, Kleiner, was hast du gesehen? Wer war hier? Papa hat sie abends mitgebracht. Die Dame, die Medizin macht. Sie hatte Angst. Sprach von einem grässlichen Monster und dass sie zurück muss. Wohin weiß ich nicht. Mama und Papa haben sie aufgemuntert, ihr neue Kleidung gegeben. Ihre war zerrissen. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat Kinder tun, es bringt Kindermund nicht, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Wir wissen's auch. Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich hab in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kam nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Hm. Was ist das? Warum hast du ihnen geholfen?
Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Was denn? Wie? Was? Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune. Mit Hörnern und 2 glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald. Unsere Pferde, meins und Fräulein Tamaras, erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Was für Brandzeichen. Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Okay. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Stimmt. Dafür gebe ich mein Bestes. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Da zieht sie von dann. Wir müssen auf jeden Fall mit dem Baron reden. Es wird wieder hell. 3:06 Uhr. Durch den Sturm und den Regen kann ich immer nicht einschätzen, ob es jetzt Tag oder Nacht ist. Ich muss jetzt die Scheuklappen auf. Jetzt bin ich mir nicht sicher, welche Richtung wir reiten müssen, um zum Baron zu kommen. Nein, das ist die richtige Richtung. Ja, da ist Krähenfels. Ich habe ja den Soundtrack auch auf CD, ne? Ich finde den ja mega. Ich meine, so weit weg waren die Hinweise jetzt ja nun wirklich nicht. Aber wir sollten uns definitiv mal mit dem guten Herrn Stenger unterhalten. Deine Opa, deine Familienpolitik ist definitiv. Also, ich habe mir jetzt neulich getötet. In Novigrad. Vorgestern. Aber wir gehen mal drauf ein. Grüß dich, Fremder. Halt! Zum Zweikampf! Ich fordere dich heraus. Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern. Halt, sag ich! Ich bin Ronwied vom Sümpfle. Gebunden durch einen heiligen Eid. Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen, nach dir kommen noch 99 weitere. Warum forderst du mich heraus? Ich kann mich nicht erinnern, die Jungfer Heidelbeer beleidigt zu haben. Nun also, dann schwöre, dass die Jungfer Heidelbeer die schönste von allen ist. Ich hab sie doch noch nie gesehen. Aha! Diese Verachtung kann nur mit deinem Blut abgewaschen werden, Unhold. Auf zum Zweikampf! Ha.
Schon gut. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal... Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Sofort, bevor ich es mir überlege und dir die Knochen breche. Wir sehen uns wieder. Ich glaube, ich war nicht... klar. So, Blödsinn. Jetzt aber. Die Sonne geht gerade auf. Um 4 Uhr morgens. Das ist halt Sommerzeit, ne? Achso, wir sind ja schon hier. Der hat noch nicht offen hier, ne? Wir müssen die Pferde tränken. Ja. War vor allem neuen Stall, glaube ich. Endlich ist einmal die fucking Tür offen. Wie ist der Quartiermeister schon da? Du hast Augen wie eine Katze. Soll ich dir in den Arsch gehen? Willst du einen Blick auf uns? Ja, möchte ich. Zeig mir was du. Alter, sind die eigentlich alle voll oder was? Das ist doch nicht normal. Ach, glänzt euch immer noch nicht in ihr Licht. Ja, ein Held. Was ist das denn du? Eine Finte. Finte. 457. Könnten wir uns jetzt leisten. Dann können wir mit Pferderennen mega viel Knete verdienen. Auf Wiedersehen. So sieht es nämlich aus. 70 Kapazität. Und jetzt erstmal den Nilfgaardischen Sattel geholt. Ja, das fährt erstmal direkt fette Ausdauer. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geil sein wird. Ah, hey. Ja, da seid ihr Blödsinn. Die werden uns auch angucken, wenn wir da nach Novigrad kommen. Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. 20 Kronen. Wow. Aber wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ciao.